Einen schönen guten Tag, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Marc, schön, dich wieder hier in Berlin willkommen zu heißen. Du bist ja ein sehr regelmäßiger und natürlich auch sehr gern gesehener Gast hier bei mir im Bundeskanzleramt. Die Liste unserer Themen wird nicht kürzer, denn es ist ja einiges los in der Welt, das uns miteinander beschäftigt. Ab übermorgen werden wir uns in Brüssel zu einem Doppelgipfel treffen. Zunächst steht das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs mit den 6 Ländern des Westbalkans an. Sie wissen, dass sich Deutschland intensiv darum bemüht, den Ländern des westlichen Balkans den Beitritt zur Europäischen Union zu ermöglichen. Im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses treiben wir dies mit Hochdruck voran. Das werden wir am Mittwoch noch einmal deutlich machen. Und am Donnerstag beginnt der reguläre Europäische Rat mit einer ganzen Reihe von herausfordernden Themen. Über all das werden Marc und ich auch gleich miteinander sprechen können. Der russische Überfall auf die Ukraine und seine Folgen, die angespannte Lage im Nahen Osten, die Frage der Erweiterung der Europäischen Union und samt der dafür notwendigen Reformen und nicht zuletzt die Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen Union und die Frage der irregulären Migration beschäftigen uns. Also eine sehr lange Liste sehr wichtiger Themen, die wir miteinander zu bereden haben. Mir ist wichtig, hier festzuhalten, die Ukraine kann sich auf unsere fortgesetzte Unterstützung gegen den russischen Aggressor verlassen, jetzt und auch in Zukunft, mit unseren Waffenlieferungen, mit humanitärer Unterstützung und auch finanzieller Unterstützung. Auch der Konflikt im Nahen Osten dauert an und verlangt unsere Aufmerksamkeit. Israel verteidigt sich gegen die Terrororganisation Hamas, die weiterhin Raketen auf Israel abschießt und mehr als 100 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Klar ist, Israel handelt und muss dabei im Rahmen des humanitären Völkerrechts handeln. Uns bedrückt auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. Die humanitäre Versorgung für die Zivilisten muss besser werden. Marc und ich sind überzeugt, dass die Zwei-Staaten-Lösung auf mittlere Sicht der einzige Weg ist, damit Israelis und Palästinenser in Frieden leben können. Die Erweiterung der Europäischen Union und die dafür notwendigen Reformen sind, wie schon gesagt, ebenfalls ein zentrales Thema. Hier geht es gerade um die enge Abstimmung aller EU-Mitgliedstaaten. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier diskutieren, genauso wie bei dem schon genannten Thema der Migration. Deutschland und die Niederlande arbeiten in europapolitischen Fragen eng und vertrauensvoll zusammen. Und deshalb danke ich dir auch dafür, dass du heute nach Berlin gereist bist, damit wir das weiter bereden können, wie wir vorgehen wollen. Auch die bilateralen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland sind ausgezeichnet, von Fußballfragen mal abgesehen. Deutschland und die Niederlande sind füreinander wichtige Partner in Europa. Und ich würde mir wünschen, dass unsere beiden Länder auch in Zukunft enge, gute und vertrauensvolle Beziehungen zueinander pflegen. Ich jedenfalls werde mich dafür einsetzen, dass die Europäische Union ihre Stellung als ein starker und wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne noch ausbaut. Sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Marc, schön, dass du hier bist. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, ich ga dann durch in das... So, jetzt mache ich aber auf Niederländisch weiter. Nach der ganz kurzen Begrüßung. Ich möchte auch sofort sagen, dass es ein großes Vergnügen ist, wieder hier in Berlin sein zu dürfen. Und ich kann sagen, nach so vielen Besuchen hier im Bundeskanzleramt ist es auch ein Gefühl von, ja, ich komme wieder zu Freunden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man immer hier herzlich empfangen wird, auch heute wieder. Dafür möchte ich Olaf Scholz wieder ganz herzlichen Dank sagen. Und natürlich auch die Freundschaft, natürlich, die dadurch entstanden ist zwischen Deutschland und den Niederlanden, die ist ganz stark, die ist solide. Und wir können miteinander sprechen, ganz offen, wir können aufeinander bauen, das wissen wir. Und ist natürlich umso wichtiger in diesen Zeiten der Konflikte und der Gewalttaten, auch natürlich im Zeitalter der geopolitischen Spannungen. Also ich bin mit allem einverstanden, was Olaf Scholz soeben gesagt hat. Einige Punkte will ich mal rausgreifen. Einmal natürlich die besorgniserregende Situation in Israel und in Gaza. Das wird auch heute natürlich bei uns besprochen werden und natürlich auch später in der Woche noch aufs Tapet kommen. Die Niederlande stehen hinter dem israelischen Recht auf Selbstverteidigung. Verhältnismäßig natürlich und unter Beachtung selbstverständlich des humanitären Kriegsrechts. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch große Sorgen über die humanitäre Situation in Gaza und die große Anzahl von Opfern.
Wir bleiben weiter dabei. Also bitte natürlich beim militärischen Einsatz zurückhaltend sein und wir hoffen dann auf neue und humanitärere Pausen. Es ist sehr wichtig, dass Wasser und Nahrung und Kraftstoffe und medizinische Hilfe geliefert werden können an die Leute in Gaza. Und natürlich, es ist jetzt schwerlich vorzustellen, aber es kommt auch noch eine nächste Phase. Es wird weitergehen und dann kann eigentlich nur ein langwährender Friede und Sicherheit für Israel und Palästina da sein, wir auch wirklich arbeiten können an der Zwei-Staaten-Lösung. Wir müssen hinarbeiten, auch in die Richtung eines sicheren Israels, neben einem selbstständigen palästinensischen Staat. Und was die Niederlande anbelangt, spielt auch die Europäische Union hier eine wichtige Rolle. In der Tat, Ukraine. Oh, es wird auch hier natürlich dann ein großes Thema sein, bei dem Europäischen Rat wieder diese Woche stattfinden wird. Und auch sehr wichtig hier, dass die Ukraine auch wirklich immer wieder auf unsere Unterstützung rechnen kann. Für 2024 haben wir auf nationaler Ebene deswegen wieder 2,5 Milliarden Euro des reserviert. Ich weiß auch, dass Deutschland sehr viel also reserviert hat, sozusagen freigehalten hat. Und 2024 dann auch wieder die Ukraine bilateral zu unterstützen. Es ist wichtig, dass wir als Europäische Union den nächsten Schritt machen. Und das bedeutet, dass also wirklich eine deutliche Aussprache sein muss diese Woche auf dem Europäischen Rat, erst einmal bezüglich der finanziellen Unterstützung ausgehend von der Europäischen Union für den kommenden Zeitraum an die Ukraine. Aber es betrifft ja auch natürlich die europäische Perspektive. Deswegen haben wir auch eine positive Haltung bezüglich des Vorschlags der Kommission, dann eben auch Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu führen und auch mit Moldawien, um das also zu beginnen. Es ist auch wichtig für die Ukraine und für Moldawien, dass wir das diese Woche auch machen. Und natürlich dann aber, wir werden auch bei dem Europäischen Rat natürlich auch sprechen über die Migration, auch während des Europäischen Rates werden wir darüber sprechen. Wir haben beide die Niederlande und Deutschland zu tun mit einem hohen Zustrom von Menschen und da braucht man einen gemeinsamen europäischen Migrationsansatz. Und ich hoffe deswegen auch beispielsweise, dass wir gemeinsam auch mit dem Europäischen Parlament sehr schnell zu einer Vereinbarung kommen können bezüglich eben des Asyl- und Migrationspaktes mit einem gut funktionierenden Dublin-System, mit einer Verbesserung der Erfassung der Leute, die kommen, auch natürlich die Verstärkung der Außengrenzen. Viel zu besprechen, bilateral sind die Beziehungen wirklich fantastisch. Auch gemeinsam das Auftreten hier in Europa von uns beiden ist auch sehr wichtig. Wir müssen in ganz Europa gemeinsam auftreten. Und dann ist es auch sehr schön, heute dazu in Berlin zu sein und uns wirklich die Zeit nehmen, beide, um diese ganzen Themen durchzuarbeiten, um zu gucken, wie wir das Ganze dann gemeinsam gut koordinieren können. Nochmal, Olaf, ganz herzlichen Dank für deinen herzlichen Empfang hier. Wegen des Krieges in Ukraine, weil das so wichtig ist und auch den Support, die Unterstützung der NATO-Staaten, wollte ich fragen, Sie hatten heute gesagt, Herr Ministerpräsident, dass es vielleicht ein Fehler war, im Radio zu sagen, dass Sie gern den Job des Generalsekretärs machen würden. Das war vielleicht falsch, das zu sagen, aber Sie würden es trotzdem gerne machen. Was qualifiziert Sie dafür? Also möglicherweise, vielleicht auch Herr Scholz, vielleicht können Sie, weil der Kollege Rutte nicht anbleibt, können Sie sagen, ja, wie die Zusammenarbeit mit ihm ist und was ihm qualifiziert quasi. Und wegen Ukraine natürlich ganz wichtig, in den Niederlanden hat Partei gewonnen, populistische Partei mit auch pro-russische Gesichtspunkte. Wie gefährlich ist das für den Support an Ukraine? Sie haben gesagt, man muss Ukraine unterstützen mit Finanzen, militärisch, humanitär. Also welche Gefahr sehen Sie bei der Unterstützung, wenn diese Partei möglicherweise in die Regierung beteiligt wird? Und für Herrn Scholz in Deutschland gilt das natürlich auch. Welche Gefahren sehen Sie in Deutschland bei pro-russischen Parteien in Regierungsbildung, vielleicht auf Länderebene? Und wichtig auch nochmal, eine Einigung bei Tenet, könnte man die vor Weihnachten noch erwarten? Ja, wir haben auch nur eine Person, die heute fragt, deswegen mache ich das so. Soll ich schreiben? Ja, erst mal zu der NATO, ja. Also im Oktober habe ich in einem Radiointerview etwas gesagt und andere haben daraus ausgelegt, interpretiert, dass ich also der Generalsekretär der NATO werden möchte. Ich nehme nichts weg von dem, was ich im Radio gesagt habe, füge aber auch nicht hinzu. Es war ein Fehler, das im Öffentlichen zu sagen. Also ich lasse es dabei und dann schauen wir einfach mal, wie die Sache sich weiterhin ausnimmt und wie es weiterläuft mit halt eben der Wahl für den Generalsekretär für die NATO. Irgendwann im nächsten Jahr kommt das zum Tragen.
Aber jetzt sage ich nichts mehr dazu. Ich habe den Fehler gemacht, das im Radio zu sagen. Aber ja, ich will dem Fehler nicht noch weiteres hinzufügen, denn sonst gibt es ja vielleicht wieder andere Auslegungen. Zweitens, nun, das Wahlergebnis in den Niederlanden. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den Niederlanden eine große Mehrheit haben, auch in der Tweede Kamer, in unserem Parlament, die proeuropäisch ist, gegen einen Exit aus der Europäischen Union, die pro-Ukraine ist und die dafür auch sorgen wird, dass wir weitermachen können mit der Unterstützung der Ukraine finanziell, aber auch natürlich bezüglich der Perspektive, bezüglich der Ausweitung der Europäischen Union mit der Ukraine. Und jetzt muss der nächste Schritt gesetzt werden. Und Tenet, da keine Neuigkeiten, wir haben gute Gespräche miteinander geführt. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann werden wir das schon verlautbaren lassen. Ja, schönen Dank für die Fragen. Mark Rutte kenne ich nun schon sehr lange. Nicht erst seit der Zeit, seit der ich hier Bundeskanzler bin. Und ich kann sagen, das ist ein sehr erfahrener Politiker mit viel von den Kompetenzen, die man braucht, um so große Regierungsapparate zu steuern, aber eben auch mit großer politischer und außenpolitischer Expertise. Mehr will ich aber auch nicht hinzufügen. Und was das Zweite betrifft, es ist wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Situation gemeinsam in Europa und auch weit darüber hinaus der Ukraine signalisieren, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen kann. Das ist jetzt ein Krieg, der anders als es vielleicht am Anfang vorherzusagen war, sich doch über lange Zeit hinziehen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, eine lange Perspektive zu formulieren, dass wir bereit sind, so lange wie es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen, und zwar auch in dem erforderlichen Umfang. Da geht es ja um Dinge, die manchmal gar nicht hoch genug bewertet werden, wie zum Beispiel, gibt es genügend Munition, wird genügend Munition produziert oder Ähnliches. Und das ist etwas, was nun wirklich unsere gemeinsame Anstrengung braucht. Wenn wir diese Botschaft aber aus Europa heraus, aus der Gemeinschaft der europäischen, der internationalen Freunde und Unterstützer der Ukraine formulieren, dann ist das auch eine Botschaft an den russischen Präsidenten. Denn ganz offensichtlich hofft er ja darauf, dass die Bereitschaft in unseren Ländern, das Notwendige zu tun und die notwendige Unterstützung zu formulieren, nachlässt. Und das wäre eine wichtige Botschaft, wenn wir ihm sagen, rechne nicht damit. Wir sind bereit, so lange das Notwendige zu tun, wie das eben erforderlich ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber zu reden sein wird. Matcher hört nicht, weil der Redner ohne Mikro fragt. In den Niederlanden wie in Deutschland ist es so, dass wir eine sehr breite Unterstützung für die Ukraine in der Bevölkerung haben und dass auch die allermeisten Parteien sich für eine Unterstützung der Ukraine aussprechen und dass das auch die Haltung ist, die wir in Europa wiederfinden. Ja, eine Frage sowohl an den Ministerpräsidenten als auch den Bundeskanzler mit Blick zu dem bevorstehenden EU-Gipfel. Sie haben es eben schon erwähnt, es wird auch über die mittelfristige Finanzvorausschau gesprochen. Wie wichtig ist es, dass eine Einigung erzielt wird? Denn das hängt ja auch mit der Ukraine-Hilfe zusammen. Oder ist es denkbar, dass man möglicherweise die Lösung, weil die Differenzen ja immer noch so groß sind, auf nächstes Jahr vertagt? Da hätte ich gerne eine Antwort von Ihnen beiden. Und Herr Bundeskanzler, eine Zusatzfrage zum deutschen Haushalt. Sind Sie sicher, dass bevor Sie nach Brüssel aufbrechen können und die Regierungserklärung am Mittwoch halten, eine Lösung in der Ampel gefunden ist? Und wie stabil ist eigentlich die Regierung und die Ampelkoalition, weil es ja Gerüchte gibt, dass die FDP angeblich auch da überlegt, aus der Koalition auszusteigen? Danke. Haushaltsfragen sind jetzt ja überall großes Thema in den USA, allerdings dort weit dramatischer, als das in Europa oder bei uns in Deutschland diskutiert wird. Denn dort ist es ja nicht einfach möglich, die Aufgaben weiter zu finanzieren, wenn es keinen neuen Beschluss gibt. In der Europäischen Union und auch in Deutschland haben wir gute rechtliche Rahmenbedingungen. Was die Verhandlungen in Brüssel betrifft, würde ich Ihnen gerne sagen, dass ich bereit bin, dahin zu gehen und intensiv zu arbeiten, sodass wir eine gemeinsame Lösung erzielen können. Die ist aber noch nicht da. Denn es wird nicht gehen, ohne dass es auch eine Veränderung von Ausgabepositionen im gesamten europäischen Haushalt gibt. Das kann nicht alles mit frischem Geld gelöst werden.
Und was in Deutschland die Gespräche betrifft, ist die Aufgabe groß, aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen. Meine Damen. Oh ja, sehr kurz. Ganz kurz. Eigentlich in Verlängerung dessen, was der Kanzler gerade sagte. Erstens, wir reden natürlich bei diesem Europäischen Rat über die Kommissionsvorschläge für die Erweiterung der Europäischen Union. Und die Niederlande unterstützen das hinsichtlich der Ukraine, Moldawien. Das dauert noch viele Jahre, bevor die beitreten. Aber es geht um den nächsten Schritt. Der nächste Schritt muss gemacht werden. Besprochen derzeit auch durch Unterstützung für die Kommissionsvorschläge für das Geld für Ukraine. Also dieser Teil, sag ich mal, des mehrjährigen Finanzrahmens unterstützen wir auch. Ist wichtig. Auch jetzt, wo ja in Amerika ein bisschen holpriger läuft mit der Beschlussfassung da und Amerika wird das wahrscheinlich aber auch gut auf die Schiene gebracht, auch wenn es schwierig ist. Ich hoffe, dass das diese Woche da gelingen wird. Und dann gibt es natürlich auch die weitere Diskussion. Und natürlich auch genau, wie der Kanzler auch sagte, Olaf Scholz, da werden wir intensiv drüber sprechen. Und da liegen die Meinungen noch ein bisschen auseinander. Da müssen wir gucken, wie weit wir da diese Woche kommen.